Wir haben zwar gewonnen, aber der große Nachteil ist, dass wir jetzt das Deck auch vom Gegner spielen müssen. Er hatte noch Edelgein, was? Oh, das ist so ein unfassbar hässliches Spam-Deck, Alter. So, können wir jetzt sowas machen, bringen jetzt hier noch ein Skelett für uns. Yes! Hey Leute und damit willkommen zu einem ganz besonderen Video, denn im Hintergrund seht ihr mein allererstes YouTube-Video, das ich genauestens vor 5 Jahren auf den Tag genau hochgeladen habe, sprich heute haben wir, ja, ein besonderes Special zum 5-jährigen Jubiläum von meinem YouTube-Kanal und dazu werden wir passenderweise zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder eine große Herausforderung versuchen. Die werden nämlich wieder sehr, sehr häufig gespielt seit dem Update, weil man dort eben direkt in den Herausforderungen auch Champions spielen kann und das bedeutet, wir werden heute eben versuchen, die große Herausforderung auf dem Free-to-Play-Account zu gewinnen. Haben durch das Update auch noch einige Gems, sprich, da können wir auch einiges eben rausholen. Und mit jedem Sieg kriegen wir mehr Münzen und mehr Karten. Wir kriegen bis zu 20.000 Gold und über 1.000 Karten aus der besten Truhe. Also bin ich mal gespannt, wie es laufen wird. Wir haben allerdings auch eine einzige Sonderregel. Und zwar müssen wir nach jedem Kampf das Deck vom Gegner kopieren. Also egal, wie gut oder schlecht das Deck ist, nach jedem Kampf müssen wir es kopieren. Haben ein anderes Deck und dementsprechend auch sehr viele verschiedene und verrückte Decks heute. Würde ich sagen, auf geht's. Danke für jeden Support, nochmal danke für das Jubiläum. Wir sind inzwischen auch über 300.000 Abonnenten. Also würde ich sagen, auf geht's. Von euch viel Spaß jetzt. Das erste Deck, was wir spielen werden, ist das beste Deck aller Zeiten in Clash Royale. Das haben damals wirklich alle gespielt, 2016. Das war Riese, Prinz mit der Pumpe. Das war die Pumpe komplett OP. Der Gift sobald alle Truppen verlangsamt. Megadakai war auch total broken und Riese, Prinz haben alle gespielt. Mal schauen, wie es heute laufen wird. So, wir sind im ersten Spiel drin. Ich hoffe, es ist kein Fehler, jetzt hier für das erste Spiel so ein Deck zu picken, weil es, wie gesagt, schon sehr, sehr alt ist und lange nicht gespielt wird. Aber ich denke, so von der Spielweise kann man es ungefähr noch so spielen wie damals. Wir müssen eben jetzt schauen, dass wir defensiv bleiben, dann eine Pumpe bekommen und dann einen Elixiervorsprung aufbauen. Dann sollte es hoffentlich ganz gut klappen. Ich bringe jetzt hier einen Prinz und vielleicht noch einen Mega-Minion. Der Prinz ist auch direkt genau perfekt hier drauf. Megalakai war eigentlich gar nicht nötig sogar an der Stelle, aber mal schauen. Auch schon mal so ein bisschen auf das Deck vom Gegner achten, ne? Das müssen wir danach kopieren. Ich finde, Mega-Ritter kann eigentlich ganz nice werden. Mal schauen. Wir warten jetzt hier kurz ab. Ansonsten können wir eigentlich schon mal sehr entspannt die erste Pumpe bringen, denke ich. Ja, kriegt eine Eiskrone, das geht klar. Mal schauen. Okay, der Gegner hat uns jetzt hier sehr, sehr entspannt schon mal Elixiervorsprung gegeben. Ich glaube, die erste Aktion war auch der teuer von ihm. Das heißt, wir können jetzt eigentlich direkt einen klassischen Poach aufbauen. Musketieren. Und dann hier den Prinzen dazu. Er hat einen Eismagier. Wir dürfen nicht vergessen, er hat auch einen Mega-Ritter. Aber er spielt auch Ritter plus Mega-Ritter. Wir müssen es danach ja kopieren. Das gefällt mir jetzt nicht so. Ich bringe jetzt hier auch einen Poison rein. Ich weiß gar nicht, ob der unbedingt nötig war. Ich glaube, den kann man schon so bringen. Ja, die sterben jetzt auch entspannt. Und was wir jetzt wirklich machen, wir bringen jetzt auch hier gar keinen Sepp. Wir gehen ganz klassisch wirklich auf die Pumpen. Während Pumpe wird auch schon ewig nicht mehr gespielt. Und auch der Eismagier wird noch weggecharged. Und das heißt, in der ersten Aktion Prinz und Musketieren schon mal am Turm dran. Er muss noch einen Ritter bringen, direkt einen Mega-Minion drauf. Ja, man müsste wissen, damals war das Mega-Minion wirklich völlig OP. Das war damals die stärkste Karte im Spiel. Die muss total genervt werden. Damals habe ich mehr Schaden gemacht und auch mehr Leben gehabt. Das war wirklich völlig lächerlich. Jetzt ignorieren wir den Elektromagier, bauen damit unseren Vorsprung aus. Auch der Eisgolem ist ein bisschen lost vom Gegner. Das Ding ist aber halt Eisgolem, Ritter und Mega-Ritter. Wir müssen das Deck halt kopieren danach. Das ist halt so das Problem, was ich gerade sehe. Also ich hoffe, dass jetzt noch irgendwas Gescheites kommt. Vielleicht eine Win-Condition wäre ganz geil, aber mal schauen. So, jetzt können wir den Giftzauber wieder draufbringen. Jetzt sollte wahrscheinlich gleich der allererste Dings reinkommen, der allererste... Mega-Ritter? Ich weiß nicht. Irgendwie kommt er nicht rein. Wir kriegen einen nächsten Prinzen rein. Jetzt haben wir zwei Prinzen auf dem Feld. Jetzt können wir kurz abwarten. Das sieht jetzt nicht so gut für den Gegner aus. Und jetzt können wir direkt den nächsten Riesen bringen. Und jetzt haben wir halt auch einen riesen Elixiervorsprung, ne? Er müsste auch mehr mit seinem Mega-Ritter arbeiten. Aber hat irgendwie auch überhaupt nichts defensiv. Also wir gewinnen das erste Game. Ich habe jetzt so ein bisschen Angst. Also das Deck vom Gegner müssen wir jetzt kopieren. Mal schauen. 1:0. Wir kriegen mit jedem Sieg mehr Karten, mehr Gold. Mit dem nächsten Sieg wieder 20 Karten oben drauf. 600 Gold. Wie gesagt, die Truhen werden absolut krass, wenn wir echt gut sind heute. Aber das Deck vom Gegner ist ja gar nichts. Da haben wir es nochmal, ne? Mega-Ritter ist keine Win-Condition drin. Hier haben wir unser Deck. Mega-Ritter mit 3 Tanks. Es sieht komplett dumm aus. Wir müssen übrigens alle Decks per Hand zusammenstellen. Ihr könnt mich gerne mal in den Kommentaren darauf hinweisen, wir können scheinbar keine Decks kopieren in der großen Herausforderung oder in Challenges. Das finde ich irgendwie total dumm und unnötig. Ach, Leute, wir haben 20 Sieges-Emote hier auf dem Account sogar. Stimmt. Okay, wir loggen erstmal. Also das Deck ist komplett dumm, ne? Muss ich, glaube ich, gar nicht erklären. Ich bringe jetzt hier einen Mega-Minion einfach an die Stelle. Ich glaube, es ist auch ein bisschen Fail, oder? Ja, kriegt ein bisschen Schaden, aber es geht. Okay, wie spielt man es am besten aus? Ja, guter Use. Oh, lol, habe ich gelernt auf TikTok, dass man perfekt so platzieren muss bei einem spanischen Pro, Beniju. Das ist aktuell auch der größte YouTuber übrigens. Dass man den genauso setzt, dass er eben alle Goblins trifft, dann kriegt man ein bisschen weniger Schaden. Fand ich ganz geil, den Tipp. Und wir direkt hier auch anwenden können, geil. Wir hätten noch was dazusetzen können, aber ich habe es gelassen.
dann kriegen wir jetzt mal den ersten Mega-Ritter und hier ist ein Eisgolem ganz geil, ne? Ich meine, der kann jetzt hier einiges tanken und wir haben das Log eben jetzt auf dem Cycle, was halt unfassbar wichtig ist gegen Log-Bait. Wobei auch trotzdem Schaden kassieren, aber es geht. So. Wollte gerade sagen, ich spiele vielleicht einen Inferno-Turm, aber leider ist es... Oh, ist das jetzt nicht schlecht für uns, oder? Mal schauen. Ja, Mega Manion ist halt nicht so stark dagegen. Oh, vielleicht trifft er jetzt bei... Oh, das ist wichtig, das ist ganz wichtig. Das ist unglaublich wichtig für uns, let's go. Wir bringen jetzt noch Bats nach. Ja, jetzt hätte ich mich ein Lockblick gebraucht, ne? Haben wir besser gepennt. Wobei, vielleicht, wenn jetzt die Bats sogar... Na, hätten wir das Lock bereit haben müssen. Ich dachte nicht, dass er direkt die nächste schon wieder hätte, aber es geht. Und das ist ein entspannter Ritter, das sehe ich. Sehr, sehr wichtig, okay. Das ist halt die Frage. Also unser Deck ist halt, ja, er ist sauer, aber ich denke mir halt auch, ne, wie sollen wir halt Schaden machen? Das ist gerade eben ja unsere Chance gewesen, auf jeden Fall. Aber muss den Ritter jetzt noch deffen. Und das ist wichtig. Muss noch mal Bats bringen, das heißt, wir haben plus 2 Elixier gemacht. Mit dem Koboldfass. Und können den nächsten Megaritter nach hinten bringen. Also echt halt einen Push mit Megaritter aufbauen, ne? Und dann irgendwie hoffen, dass wir halt rankommen. Aber ich weiß noch nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Aber er spielt auch schon mal kein klassisches Lockbett, ne? Er spielt auch ohne Prinzessin. Was ich aber auch wieder nicht geil finde, weil ich das Deck wieder kopieren muss. Also wieso hat er keine Prinzessin bitte drin? Wäre egal, mal schauen. Wir gehen jetzt komplett rein, loggen jetzt hier auf jeden Fall auch, dass wir jetzt hier wirklich offensiv gehen, auf die Sphere Gobs mitnehmen. Oh, das kann jetzt gut werden. Er hat eine Rakete drin, aber leider. Aber geht klar. So, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Okay, ich bringe Eismagie erstmal defensiv. Okay. Bringen wir jetzt hier einfach einen defensiv Mega, das ist schlau, glaube ich, was wir machen können. Sollen wir den jetzt wieder supporten? Müssen wir eigentlich, oder? Ja. Bringen wir den Mega Manion direkt dazu. Warten kurz ab, bringen jetzt noch Bats an die Brücke. Ja, der Fuchs hat... Ah, der geht auf die Bats, oder? Der Fuchs hat es nicht so optimal für uns. Okay, Ritter jetzt noch ganz hinten. Er kann dann auch Raketen zeigen. Habe ich nicht so Bock drauf. Mal schauen. So, das loggen wir einfach. Und jetzt gibt es Megaton nach hinten. Er könnte halt anfangen, Raketen zu cyclen. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Und auch gegen den Tesla können wir fast gar nichts machen. Das wird echt nicht so angenehm werden, glaube ich. Aber mal schauen. Was wir, glaube ich, versuchen werden, ist ein Double Lane Push, ne? Auch wenn es irgendwie dumm aussieht. Aber was soll ich halt versuchen sonst? So, so in der Richtung halt, ne? Das loggen wir. Und jetzt bringen wir das nächste Mega Minion hier auf die Seite. Ja, der hat das Angst ganz gut hier mit dem... Ah, hat er Probleme. Mega Minion? Nee, schade. Ja, der Push hätte vielleicht ein bisschen besser sein können, aber egal. Okay, Mega Ritter hinten, wenn er reingeht, haben wir Bats, würde ich sagen. Er macht nichts, sehr gut. Wir bauen uns einen Vorsprung aus. So, jetzt hier machen wir einen ganz einfachen Play, würde ich sagen. Kriegen noch einen Eisgolem davor zum Supporten. Dass das noch derfen muss. Aber der Tesla ist auch noch am Start, mal schauen, ne? Der Ritter geht rüber, ist zur Chance. Er muss auch... Oh, er derft da so hart rein, das war ein Fehler. Und jetzt haben wir gleich den nächsten Megaton auf der anderen Seite, ganz entspannt. Oder nee, wir setzen jetzt an die Brücke. Machen es das hier. Ich gehe jetzt einfach offensiv und bringe Bats. Das kann euch jetzt unsere Chance sein, um zu finishen. Ja. Lieber ein bisschen Schaden kassieren und jetzt vielleicht direkt gewinnen. Jetzt hier einfach ein Eiskohlen mitten rein, hätte ich gesagt. Mit dem Slow auch nochmal. Ja, also gewonnen haben wir noch nicht, aber wir haben auf jeden Fall besseren Schaden als er gemacht. Und der Megaton ist auch dran. Auf beiden Seiten sind wir jetzt dran. Okay, Megaton kann nach hinten. Okay, Megaton nach ganz hinten. Geht aber eigentlich klar, wir können jetzt hier Bats bringen. Und wir haben jetzt hier einfach einen Ritter und haben hier einen Ork, das passt. Es ist aber wichtig, dass wir die Koboldfässer immer sehen, ne? Sonst kriegen wir da echt Probleme. Die paar Bats sind völlig in Ordnung. So. Wieder Mega Minion direkt dazu. Und der nächste Mega Minion jetzt hier an die Brücke. Das ist so ein. Also diese Ritter verstehe ich halt überhaupt nicht im Deck. Jetzt hier einfach Bats, ganz, ganz schlechte Goblin Gang von ihm. Und jetzt reinpushen. Also ich habe jetzt echt nur Angst, dass wir das Deck halt danach auch noch spielen müssen, weil das Deck gefällt mir dem Gegner überhaupt nicht. Er gibt auf. Wir haben gewonnen, hätten zum Glück das Log vor allem dabei. Das war so das Wichtigste, aber schwierig. Wirklich schwieriges Deck. Mal schauen. Wir schauen mal rein. Kriegen wieder Karten und Gold dazu und haben jetzt das hier. Ja, ohne Prinzessin, ne? Das hier ist das nächste Deck, was wir jetzt haben. Wie gesagt, Schwäche, wir haben halt nur die Bats und keine Prinzessin. Das ist immer ein sehr schneller Cycle. Wir sollten schon gewinnen können. So, drittes Game, drittes Deck. Wir bringen erstmal die Goblin Gang. Okay, oh, das ist eigentlich in Ordnung. Mal schauen. Aber wenn es 2.6 ist, ist es nicht geil. Stimmt, dann hat er einen schnellen Cycle. Wir müssen auf jeden Fall in den ersten beiden Minuten aggressiv spielen, weil wir halt einen schnellen Cycle haben und in der Doppelten nicht so stark sein werden, bestimmt. Jetzt hier könnte doch sogar ein Play sein. Ich weiß nicht. Ich wollte erstmal reingehen, aber ich lasse es jetzt doch. Okay, bringen wir jetzt hier das Koboldfass. Ich hab Angst, dass er jetzt... Ach, wir brauchen eigentlich jetzt eine defensive Rakete, oder? War das too much? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es war echt nicht so gut. Aber wir sind dran. Wir sind voll dran gewesen. Das war gut. Stimmt. Wir haben natürlich jetzt auch sehr, sehr viel Elixier. Aber wir müssen jetzt wieder deffen gleich. Okay. Aber egal. Das können wir zulassen. Er wird es cyclen, aber es wird nicht aufgehen. Zwei Elixier noch rausgehauen. Einfach so. Sehr gut. Hat einen Elixier gestartet.
Wir können die Testers halt auch schnell cyclen. Er kann halt die Logs schnell cyclen. Wir haben jetzt einen guten Start hingelegt. Okay, Musketieren, komm, wir bringen die Bats, würde ich sagen, wieder hinten. Hier können wir kurz abwarten. Tester drauf auf den. Diesmal einfach einen Ritter auf die Musketieren, das ist ja kein Problem. Na, heißt, das kann gerne drauf springen, gar kein Problem. So, und jetzt hier einfach einen Ritter drauf, genau. Und jetzt versuchen wir. Das Kobold fast ein bisschen an die Seite vielleicht. Mal schauen, ob er trifft. Er trifft leider. Ja, ist halt schwierig. Wir müssen am. Also, ich meine, wir haben jetzt schon einen Vorsprung. Wir müssen es echt vorsichtig spielen. Vielleicht echt ein paar Logs cyclen, defensiv bleiben und am Ende halt Raketen vielleicht rüberwerfen. Vor allem, wenn er eine Musketiere nach hinten bringt, wäre es optimal für uns. Aber er müsste schon auch. Das wäre schon ein großer Fehler auch von ihm, wenn er das machen würde. Schnell. Genau. Ja, wir kriegen wahrscheinlich trotzdem Hitangst. Wir können es auch direkt das nächste Koboldfuss bringen. Es war halt sehr teuer von uns gedefft, aber ich denke, das könnte klar gehen. Ja, das Log nicht rechtzeitig, wir sind voll dran. Let's go. Und er bringt sogar selber noch einen Log. Sehr, sehr geil. Wir versuchen uns so ein bisschen zu outcyclen. Stimmt. Let's go. Machen wir so. Jetzt einfach einen Ritter drauf. Zack. Er cyclet aber mit, das war schlau von ihm. Er wird auf jeden Fall das Log im Cycle haben, deswegen werden wir jetzt einfach mal. Okay, das ist die Rakete, die wir brauchen. Oh mein Gott, let's go. Das ist halt genau das, was wir möchten, ne? Dass wir halt nicht einfach eine Rakete draufwerfen, sondern noch irgendwas mitnehmen. Und besser als 4 Elixier, viel mehr geht ja gar nicht. Boah, das ist so gut für uns. Einfach noch ein Eisgeist auf Save. Und ein Locket cyclen. Und genau so müssen wir es jetzt runterspielen. Jetzt einfach cyclen. Bringt Ritter defensiv davor. Dass die Bats auch überleben. Wieder Tess herein. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Wie viel Schaden macht eine Rakete? Ich konnte es nicht nachschauen, egal. Oh, das war nicht. Da habe ich nicht aufgepasst, war egal. Eisgeist Lock wieder. Rakete macht 446, das reicht, wir haben es. Einfach nochmal einen Koboldfass, um Druck zu machen, Bats. Geben den nächsten Tester. Und das reicht. Das ist die Rakete. Das ist halt ganz geil. Wenn wir am Anfang eben den Schaden schon raus haben. Und damit haben wir den nächsten Sieg und müssen jetzt so bis Aussicht 2.6 spielen. Okay, wir haben, wie ich gesagt habe, klassisches 2.6. Ich bin kein Cycle-Spieler, aber wir können das schaffen. Wir stehen 13-0 und im nächsten Sieg kriegen wir wieder 45 Karten dazu. Okay, wir haben übrigens auch ein paar Emotes hier, ne? Ist ja der Free-to-Play-Account. Da mache ich ja alle Challenges. Unter anderem haben wir damals auch die 20-Sieges-Challenge gewonnen. Und wir sind übrigens auch kurz vor Level 14 mit dem Account, ne? Also, da haben wir echt noch einiges zu tun. Jetzt können wir eigentlich direkt defensive Skelette bringen, das passt. Das sieht nach Packer aus. Ich glaube, gegen Packer sind wir eigentlich ganz gut, aber ich fühle mich nicht so sicher mit dem Deck. Mal schauen. Das ist entspannt. Da können wir jetzt einfach loggen und Feuerball bringen, denke ich. Ich denke, das kann man so spielen, oder? Ja, der bleibt natürlich trotzdem, aber ist halt so. Ja, ich brauche halt trotzdem noch einen Eisgolem, auch wenn es weh tut. Das war vielleicht ein bisschen teuer jetzt. Dann bringen wir einfach Skellies dazu. Dann muss es hoffentlich noch seppen oder so, wenigstens. Ja, aber passt einfach. Okay, dann gibt es hier, würde ich sagen, einen Eisgeist. Und direkt einen Bauch. Okay, Start ist soweit in Ordnung. Vielleicht sollte ich mal so langsam den ersten Hawk bringen. Ich mach's jetzt einfach mal komm. Hier den ersten Hawk und dann hier einfach einen Eisgolem und dann die Musik, genau. Er hat E-Buffs, okay. Das ist aber eigentlich in Ordnung, oder? Ich bin mir unsicher. Da können wir jetzt einfach eine Kanone bringen. Jetzt hier ein Eisgeist. Schöner Eisgeist, wichtig, genau. Dann loggen wir jetzt hier nochmal den Königsgeist einmal. Jawohl, gute Defensive. Wir könnten es direkt wieder reingehen. Ich glaube, es wäre ein Ticken zu aggressiv. Dann können wir danach nicht mehr deffen, oder? Wir werden erstmal. Jetzt können wir reingehen. Max ist draußen. Es könnte ein Defensive Banditin kommen. Das wäre in Ordnung. Was ist das? Das könnte ein Petterfeuerball werden, wenn wir Banditin mit. Ah, bitte. Jawohl, let's go. Sehr, sehr wichtig. So, jetzt haben wir hier einfach einen Eisgeist. Und hier den Eisgolem. Perfekt. Ist halt geil, ne? Jetzt haben wir Druck auf der anderen Seite gemacht und können jetzt hier plus 2 Elixier rausholen, auf der linken Seite. Das ist halt wichtig gewesen. Okay, Doppel-Elixier-Phase. Wir bringen eine defensive Kanone erstmal, würde ich sagen. Und wir gehen mal rein, würde ich sagen. Wir gehen einfach rein. Ich bringe mal den. Ich traue mich mal. Jawohl. Sehr schöner Feuerball-Projekt. Wir kriegen zumindest einen Hit raus, würde ich sagen, ne? Jawohl. Dann können wir jetzt hier einfach loggen und noch einen Eisgeist bringen. Und den können wir doch jetzt einfach hier, genau. Ja, das passt. So, haben wir Skellies davor. Die Musketiere mal jetzt ein bisschen dumm platziert, aber ich meine, das geht. Die kriegen am Ende keinen Schaden. Oder fast keinen Schaden, okay. Jetzt würde ich hier einfach wieder Feuerball Log bringen. Und noch einen Eisgeist. Das passt, genau.
Dann ist hier sehr gute Skellies. Ich glaube, die reichen sogar fast aus, um Flawless zu deppen, habe ich mal gesehen. Die waren nicht optimal platziert, aber theoretisch geht das. Und ist im nächsten Hawk. Wir haben fast keinen Schaden passiert. Das ist echt ein geiles Match bisher für uns. Ich ziehe hier einfach den Eis Golem. Und das ist halt die Frage, sollen wir noch einen Ritter bringen? Ich glaube, wir bringen erstmal eine Kanone, würde ich einfach sagen. Eisgeist. Auf jeden Fall noch Skellies. Wir brauchen hier noch einen Lord. Muss ein bisschen aufpassen. Pink Tower geht an, aber habe ich ein bisschen Angst gerade. Aber es sollte hoffentlich klar gehen. Und auf jeden Fall noch eine Kanone schnell dazwischen. Das war vielleicht, oh, das war vielleicht ein Overextend jetzt. Gut, dass wir einen Feuerball hier defensiv haben. Puff. Der rettet uns gerade echt nochmal. Uff. Ey, so eine schöne Defensive und jetzt immer so Probleme, ey. Schnell Skellies zum Kiten. So, jetzt hier noch ein Eisgeist. Und bitte noch irgendwas dazu. Genau. Boah, sehr schön aber jetzt hier. Und hier die Skellies jetzt. Oh, das war schön, das war schön, das war schön. Das war sehr schön. Okay, jetzt gehen wir reingehen. Ich hab eigentlich fast ein Feuerball-Projekt, aber ich bin zu spät, ne? Das könnte sein. Fast schon, ja. Schnell. Wir machen das jetzt so. Das Musketier noch gedefft werden muss. Er muss es deffen. Jetzt warten wir ab, bringen hier die Skellies. Musketieren ist dran und wir gewinnen das Game. Wir hatten einen guten Konter. Wir haben es am Ende defensiv nicht perfekt ausgespielt. Hätten wir die Musketieren besser beschützen müssen. Aber wir stehen damit schon mal 4:0. Okay, das Deck vom Gegner ist eine typische Bridgestone-Variante. Also eine sehr, sehr aggressive Variante, mit der man sehr offensiv geht vor allem. Wir haben auch den Goldenen Ritter drin, den ersten Champion. Und dazu auch ein paar Bait-Karten, kann man sagen. Mal schauen. Okay, wir starten rein, machen erstmal Druck, wollte ich gerade sagen. Perfekt, der Gegner bringt direkt sowas. Dann machen wir jetzt, es war sich das beste Timing. Jetzt haben wir halt 5 Elixier investiert. Und vielleicht erstmal einen Ticken warten sollen. Aber immerhin bringt er hier noch ein Mega-Minion. Sehr gut von uns, okay. Dann werden wir jetzt natürlich erstmal kein Elixier investieren, sondern erstmal schauen, wie wir das Ganze verteidigen werden. Warten, zieh kurz ab, bring jetzt den Healgeist rein. Haben jetzt auf jeden Fall einen Golden Ritter. Ist halt die Frage, ob wir das so gut deffen können, ne? Ich wollte es halt keine E-Bubs bringen, weil ansonsten hätte es halt, aber so wird es halt auch eine echt miese Chain von den Dings ab. Aber es geht hoffentlich einigermaßen. Ich glaube, wir hätten echt über die E-Bubs bringen sollen, auch wenn es wehgetan hätte. Aber so ist es halt manchmal. Wie noch ein Iwus. Gut, aber das war kein guter Start für uns. Das war überhaupt nicht gut. Okay. Ich hätte, glaube ich, einfach die E-Bubs bringen sollen. Das war ein Fehler. Weil am Ende hatten wir jetzt zu wenig Damage. Und hat auch hier einen defensiven Holzfehler leider. Das tut echt weh. Okay, dann warten wir jetzt aber ab und bringen zumindest den Königs, dass wir ja noch Druck auf der anderen Seite machen können. Also noch deffen. Schwieriger Start. Wir hätten einfach die E-Buffs bringen sollen. Damit hätten wir zumindest einigermaßen verteidigt. So hätten wir es halt überhaupt kein Damage auf dem Feld. Der wird wahrscheinlich jetzt auch einfach einen Nado bringen, ne? Ja, da ist er. Okay, dann warten wir jetzt mal kurz ab. Hat er jetzt genug Elixier? Ich schätze aber mal. Schwer, hat er gut ausgespielt, muss man ihm lassen. Okay, machen wir jetzt sowas. Gehen wir einfach rein. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Bringt ja nichts. Oh, let's go. Da hat er schon mal keine Antwort direkt drauf. Und wir sind dran. Wichtig. Oh, nicht um Feldfrost. Das ist so richtig gewesen. Okay, bringen jetzt hier mal Bahnfrost in die Mutterhexe. Aber Bahnfrost reicht, glaube ich, aus. Defensiv sogar. Oh, das war so wichtig. Let's go. So, jetzt haben wir direkt nochmal Dieter noch dazu. Und haben halt auch ein paar Schweinchen am Start. Die uns auch gut helfen werden. Oh, nicht um Feld. Jetzt können wir direkt weiter reingehen. Jetzt haben wir nicht zum ersten Mal den Auftritt von Golden Ritter. Die Karte ist absolut OP. Finde ich zumindest. Der ist dran. Ist aufpassen. Der darf nicht connecten. Jawohl. Wichtig. Und jetzt haben wir eine so gute Ausgangslage. Auf beiden Seiten Schaden gemacht. Da hat das Deck echt glänzen können gerade. Okay, ich bin gerade nur mal Barbaren, fast würde ich sagen. Und jetzt halt wieder die Sache. Wird wahrscheinlich jetzt gleich wieder mit dem Dings reingehen. Mit dem Elektrodrachen. Aber diesmal bringen wir die E-Buffs. Ich mache denselben Fehler jetzt nicht nochmal. Das wäre echt dumm, wenn ich es nochmal machen würde. Wir können die auch healen. Ich hätte es auch schon vorher machen sollen. Das war echt dumm von mir. Jetzt bringen wir hier auf jeden Fall auf ganz safe einfach einen Golden Ritter. Der kann es halt total nicht front deffen. Und nach der Poison bringt mir halt gar nichts. Jetzt hat auch keinen Poison mehr, können wir einfach eine Hexenmutter bringen. Einfach einen König. Er hat mir gar nicht gebraucht, den Königsgeist. Aber egal, wenn noch was gefällt. Ist auch nicht schlecht. Und jetzt halt einfach nochmal Druck machen. Einfach E-Buffs rein, genau. Healgeist zum Deffen hier sollte eigentlich ausreichen. Und dann muss er noch unseren Push deffen. Jawohl. Hätte auch schief gehen können. Okay, das Deck vom Gegner ist ein 4,3er Deck. Sehr teuer, aber sieht eigentlich gut aus mit Kanonenkarre und Holzfäller. Wir stehen jetzt 15:0, kriegen schon mal 5000 Gold und 185 Karten. Und die Truhe wird langsam aber sicher immer größer. Test, Test, Test. Na, ja, ist halt gut. Alter, was ist das für ein Start vom Gegner? Oh je. Ja, wird leider weder ein Tornado noch direkt jetzt hier irgendwas im Cycle um den E-Geist, aber egal. Wir hätten die jetzt vielleicht ranziehen sollen, aber ich will auch. Ja, ist vielleicht besser. Jetzt haben wir den Tornado noch im Cycle. Und die schießt leider zweimal, Mist.
Hätten wir vielleicht echt lieber ranziehen sollen, aber ich meine, wir sind dran, kriegen die Hits zum Mega Minion, was? Und haben einen super Start. Okay, bei Kyure ist es in Ordnung. Einfach bei Bahnfass, wir kalten ihn damit so ein bisschen zurück und kriegen jetzt hier einfach Medo. Und dann ist der King Tower sogar flawless aktiviert, sehr, sehr geil. Und das ist halt die perfekte Ausgangslage für die Doppelte. Ich bringe jetzt den ersten Golem. Ist ein bisschen riskant, aber wir haben Elixier-Vorsprung, denke ich. Und wenn er reingeht, haben wir auch irgendwas dagegen. Okay. Dann arbeiten wir jetzt am besten eigentlich mit einer Kanone. Okay, erstmal den Holzfäller rein natürlich. Das ist gut für uns. Er muss den Holzfäller nämlich noch deffen. Das ist perfekt eigentlich. Oder sogar Mega Minion eher drauf direkt. Weiß nicht, ob Kencup schlauer gewesen wäre. Ist natürlich jetzt ein guter Tester gewesen, mal schauen. Sollen wir den Poison? Ich glaube, wir bringen einfach eine Kanonenkarre. Was soll er da machen? Oder lieber ein... Ich weiß halt nicht. Ist halt jetzt die Frage, ob man lieber essen Poison? Ich glaube, Kanonenkarre wäre fast smarter gewesen. Hätte wirklich derfen können. Aber einfach so nach. Wir sind halt trotzdem dran und haben sehr guten Schaden gemacht. Das ist das Wichtigste. Wir müssen aber Kyure bringen. Und wir können jetzt einfach eine defensive Kanonenkarre bringen. Die kann auch auf beiden Seiten schießen. Jetzt abwarten. Jetzt die Kanonenkarre. Jawohl, sehr gut. Ich ziehe die mal nach hinten. Ist eigentlich egal. Kriegen einen Hit, ist in Ordnung. Okay, jetzt defensiv bleiben, ganz wichtig. Aber erst Golem bringen. Und dann. Die Skellies waren richtig schlecht, muss man wirklich sagen. Das ist sehr gut für uns. Jetzt halt die Frage. Jetzt direkt ein Giftzimmer. Wir haben halt nur einen Giftzimmer, da dürfen wir nicht vergessen. Deswegen lieber abwarten, zwei Barbas drauf. Oh, sehr gut. Holzfäller? Perfekt. So. Wir kriegen es hoffentlich nur ein oder zwei. Oh, guter Lightning. Jetzt hat er keinen Lightning mehr. Jetzt können wir eigentlich voll reingehen. Ich würde sagen, Kanonenkarre offensiv. Die müssen wir jetzt irgendwie ausschalten. Tornado, zack, sie ist weg. Gott, ja, jetzt ist gut. So. Kanonenkarre ist auf dem Start. Können wir vielleicht irgendwie. Nee, egal. Weiß ich auch nicht. Er kann den Golem nicht derfen. Wir sind voll dran. Das sollte normalerweise der Win werden. Wir müssen aber auch noch schauen, wie wir jetzt hier welchen Hawk werfen wollen. Lightning kriegt ihn gar nichts. Hat er kein Lightning mehr. Jetzt abwarten. Er schreibt GG und das wäre. Ja, das Game haben wir safe. Kann nichts machen. War auch echt, glaube ich, ein machbares Matchup. Wobei er hat immer ein Lightning gehabt. Hätte man auch gewinnen können. Damit haben wir unser nächstes Deck und zwar ein Hawk Cycle Deck mit Blitz. Es sieht eigentlich ganz geil aus, hat auch einen schnellen Cycle, ist eher ungewöhnlich. Normalerweise hat man eher Erdbeben drin und wir stehen 6:0, also es läuft. Okay, wir legen los mit dem Match und haben jetzt nicht den allerbesten Cycle. Deswegen kriegen wir jetzt erstmal eine Feuerwehrkanone hier auch in die Brücke. Gegner hat aber Pfeile und das ist schon mal eine sehr, sehr schlechte Nachricht, weil Pfeile sind eigentlich das absolut mieseste, was wir so facen können mit einer Feuerwehrkanone oder mit einem Feuerwehrkanone Cycle Deck. Aber mal schauen, was jetzt noch so im Deck ist. Ich würde sagen, wir nutzen eigentlich direkt aus, dass hier eine Fernattacke kommt, gehen direkt rein. Haben jetzt auch so ein paar Skelette als Support. Er hat eine Hexe. Hätte ich ihn loggen sollen? Ich hab's mal gelassen jetzt. Ich glaube, wir kriegen einfach gleich. Ich hätte lieber ein Lightning gehabt, aber hatte ich jetzt halt nicht einen Cycle gehabt. Ich glaube, jetzt hier können wir sogar eigentlich sogar spannend den ersten. Jetzt halt die Frage. Jetzt bin ich echt schön auf die Defensive. So, Log bringen wir drauf. Die Hexen. Oh, die Hexen nervt anders, WTF. Nein, Elektro, das bitte mach was. Ja. Gut war das auf jeden Fall nicht, was wir da defensiv gemacht haben. Er kann es auch theoretisch den King Tower aktivieren. Wenn er es aber macht, könnten wir auch direkt jetzt hier wieder reingehen mit dem Hawk. Mal schauen. Er wird es eigentlich versuchen trotzdem. Ne, er versucht es nicht, aber er hätte es versuchen können. Deswegen geht immer mit dem Hawk in der Sekunde rein. Und dann müssen wir halt jetzt auch wegwerfen, ne? Wenn wir die Skelette hier so hinbringen, müsste es eigentlich so relativ optimal sein, oder? Das Skelett ist jetzt hier, würde ich sagen. Ich werde einmal schön rübergekaltet. Und das ist sogar flawless. Sehr schön. Okay, krass. Also, Gegner spielt Skelettkönig, das ist nicht gut. Er spielt wirklich das ganze Mal das Skelettkönig-Deck. Das Problem ist halt, er kann halt die Feuerwehr mit dem Dings ausschalten, ne? Das ist halt das große Problem. Wir haben zumindest aber eine Valkyrie. Es geht. Wir haben eigentlich schon, glaube ich, ein machbares Match. Aber wir werden es sehen. Das war eine extrem schlechte Fähigkeit. Können wir jetzt auch noch einen Elektrogeist draufbringen, schnell? Aber der war nicht gut. Aber es geht, klar. Wir mussten jetzt halt noch die Valkyrie opfern. Problem ist, dass er in Fernkampf nicht getroffen wurde. Aber es geht in Ordnung. Ich glaube, wenn wir echt offensiv reingehen, einfach einen Blitz drauf haben, dann müsste es eigentlich gut für uns aussehen. Okay, würde ich sagen, versuchen wir es. Wir gehen rein. Und jetzt gib mir den Blitz, komm. Gib mir den Blitz. Und jetzt ein gutes Blitz-Timing, let's go. Wir kriegen zwar einen guten Lightning raus, aber dafür natürlich auch ordentlich Elixier ausgegeben. Okay, jetzt Skelly King nach hinten. Jetzt die Frage, können wir da jetzt nicht einfach mit dem nächsten Hawk reingehen? Ich glaube schon, oder? Wir versuchen es. Ist vielleicht so ein bisschen offensiv, wir werden es sehen. Oh, let's go, der ist schon mal gut. Jetzt einfach nochmal eine offensive Feuerwehr. Wenn er wieder einfach Pfeile drauf kriegen, ist aber auch in Ordnung für uns. Das gibt einen fetten Blitz. Sehr, sehr geil. Oh, let's go. Und das war gar nicht gut von ihm. Ich habe jetzt auch Scalies gebracht, die waren jetzt ein bisschen unnötig, aber ist in Ordnung. Das hat auch nicht so viel Schaden, oder? Ja, Schaden geben. Aber es ist noch relativ ausgeglichen vom Schaden. Haben wir jetzt auch wieder. Ah, wobei.
Krass, geht in Ordnung. Das können wir einfach eine Valkyrie bringen. Das könnte ich eigentlich blitzen, aber ich will den Blitz über gegen die Hexe, für die Hexe aufheben. Okay, ja, soll er machen, ganz ehrlich. Bringen wir mal Elektrogeist und sowas dazwischen. Und jetzt, ich versuch's einfach mal. Gute Pfeile von ihm habe ich vergessen, ja. Ich bringe jetzt hier das Prediction Lock. Wir sind dran. Und er muss auch einen defensiven Feuerball draufsetzen. Sehr, sehr geil für uns natürlich. Jetzt gibt's hier einfach einen defensiven Tester. Ich würde auch einen Elektrogeist eigentlich bringen. Auf safe, genau. Und jetzt hier halt die Valkyrie, die ist halt wirklich gut. So. Da ist aber ein Skelly so richtig unlucky connected, aber egal. Ich würde auch noch safe vielleicht einen Log bringen, lieber. Jetzt haben wir halt keinen Log mehr für den Predict auch vorne. Die Pfeile schmerzen halt, ne? Aber ansonsten ist es gut für uns. Jetzt gibt's hier mal einen Tesla, würde ich sagen, und noch einen Elektrogeist dazu. Ein bisschen spät, aber das sollte eigentlich ausreichen. Ich glaube, das ist jetzt ein Fehler von ihm. Das ist, glaube ich, jetzt echt ein Fehler von ihm gewesen, oder? Okay, Feuerwerk mal auf die andere Lane so. Machen auch schon den Übersten halten schön. So, Pfeile ist können wir rein. Let's go. Jetzt einfach bei Kyro und dann einfach gleich einen fetten Lightning drauf. Wenn der Cage kommt. Wir müssen eigentlich so blitzen, genau. Dass auf jeden Fall auch der Koloss erwischt wird. Sehr geil, genau. Jetzt muss er hier sowas machen. So, jetzt wäre ich sogar Zeit für einen Skarmir-Predict, wollte ich gerade sagen. Ärgert mich, hätte ich vielleicht machen sollen. Aber wir haben weiterhin jetzt den Schadensvorsprung. Will er die Fähigkeit noch setzen? Nee, oder? Wir machen es einfach so, bringen sie die Valkyrie rein. Er hat die Fähigkeit noch gesetzt, aber ich glaube nicht, dass es ein guter Zug von ihm war, ehrlich gesagt. Oh nein, doch, das war ein guter Zug von ihm. Wir müssen hier noch loggen, defensiv, schnell. Oh mein Gott, das ist aber zwei Form. Jetzt warten wir, aber wir müssen noch ein Lightning setzen, glaube ich. Ich denke, es ist besser. Einfach mal Schaden zu machen. So, Skellies. Nächste Valkyrie und wir haben den nächsten Punkt. Jetzt bin ich sehr gespannt. So, Elektrogas. Ich bringe den Log-Predict. Das war nicht der beste Log-Predict auf jeden Fall. Ja, das ist in Ordnung, das geht klar. Jetzt muss nur das Skelly in Mitte sterben, das haben wir fett das Problem. Jetzt haben wir natürlich hier die guten Pfeile. Jetzt haben wir den Tester und die Skellies wieder drin. Sehr gut. Das ist halt gut, Feuerball ist auch wieder drin. Mit wieder Schaden. Wir müssen es irgendwie. Okay, das ist ein guter Lightning, nehmen wir mit. Zack, Lightning Crow. Er sitzt. Skelly wird auch betroffen. Und jetzt einfach hier wieder rein. Jetzt kommt. Morgen wir. Und das Ding ist, das sollten wir eigentlich gewonnen haben, weil wir können jetzt auch noch ein Lightning setzen. Klar, kann er gerne machen, aber wir werden es auch Lightning. Pfeile können wir auch nichts. Und wir haben das Ding. Ey, das war echt knapper, als ich dachte, aber spannendes Match, aber wir bleiben ungeschlagen. Und damit haben wir jetzt hier das nächste Champion-Deck. Und zwar, ja, Skelettkönig mit Hexe. Finde ich eigentlich ganz geil. Das ist einer der stärksten Decks, vor allem mit dem Skelettkönig aktuell. Und wir stehen 7-0. Also es kann eigentlich nur gut werden. Ah, okay, Gegner spielt eine Hütte. Gar keinen Bock drauf, mal schauen. Okay. Also das wird ja jetzt sehr, sehr schwierig und hässlich, denke ich, werden. Aber der wird bestimmt auch noch mit einem Mega-Ritter kommen, so wie ich ihn einschätze. Den Gegner aber werden sehen. Ich bringe jetzt einfach einen Skelly-König hinten, dass wenigstens Skelette gesammelt werden können. Da haben wir direkt einen Feuerball drauf. Und vielleicht können wir jetzt hier schon mal einige Seelen einsammeln. Und er spielt auch einen Skelett-König, aber das könnte vom Timing ganz nice werden. Wenn er natürlich irgendwie einen Schneeball oder so kurz. Wie seid ihr an EUs? Das ist völlig random. Nein. Jetzt warten wir kurz ab. Wir bauen jetzt hier natürlich eine Skarmi. Jetzt, wenn er jetzt nichts hat. Das kann es gut werden. Ich glaube, der Skelly kann nur einfach Flächenschaden kommen, bitte. Wieso tut er sich gegen Wächter so schwer? Das darf nicht wahr sein. Wow. Also, ich muss gerade sagen, große Enttäuschung gerade vom Skelettkönig auf der. Also, auch ein Skelettkönig, interessanterweise erstmal. Aber sehr, sehr enttäuschend, wie schwach der Skelettkönig auf der rechten Seite, auf der linken Seite war. Einfach gegen Wächter. Ich meine, das sind Wächter. Ihr müsst doch eigentlich Flächenschaden machen, die Dinger weghauen, aber irgendwie komplett gestruggelt. Dann bringen wir jetzt einen defensiven Cage. Der war jetzt ein bisschen spät, deswegen wird er auch fast down gehen. Das war jetzt nicht optimal. Also mal schauen. Ich glaube, wir können aber noch relativ gut was. Ja, nee, das ist fast voller. Das ist gut. Okay. Wieder Hexen nach hinten. Ich kann halt schlecht den Feuerball raushauen, ne? Das ist auch ein Iwis drin, das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig für uns. Weil wir halt natürlich in Inferno treffen defensiv spielen. Das heißt, wie spielen wir es am besten jetzt aus? Erstmal entfernt von hinten anschauen, würde ich sagen. Könnte natürlich auch einen defensiven Skelettkönig bringen, machen wir glaube ich jetzt auch. Deswegen so ein paar Seelen ansammeln. Wir sammeln ja auch alle Seelen auf dem Feld an, stimmt. Und eh ganz geil wäre. Und jetzt hier ein Feuerbein gleich gute Pfeile. Das ist glaube ich ganz geil sogar. Jetzt kriegen wir hier die Pfeile. Das ist natürlich ein bisschen schwerer. Ja, können sie auch nicht. Oh nein, das wäre gleich ein Problem. Oh, das ist so ein unfassbar hässliches Spam-Deck, Alter. Ich versuche die Hexe noch reinzuquetschen, damit wir, glaube ich, trotzdem fallen. Ja. Schwierig. Ganz, ganz, ganz schwierig. Okay, was machen wir jetzt, ist die Frage. Ich weiß nicht, was ich machen soll mit dem Deck, ey. Kann es auch hier unschlecht. Ich kann es hier unmöglich auch reingehen, das bringt ja nichts. Okay, versuchen wir es halt so. Ich lasse es hier den Friedhof tanken. Und bringe halt jetzt den Skelettkönig rein. Kann es hier halt vorher auf den Magieschützen werfen. Wow, ich habe keine Idee, was ich machen soll. Merkst du mich auch so ein bisschen. Ich bin echt ein bisschen ratlos. Wir können jetzt den Skelettkönig zünden und kriegen mal sehr gute Pfeile raus. Sekunde mal, vielleicht wird es sogar nochmal gefährlich hier für den Gegner. Wir haben jetzt auch wieder ein paar Seelen aufgesammelt, aber es ist halt schwierig.
Ich glaube, er kann so gegen die Hexe eigentlich nicht viel machen, aber wir haben es halt zu spät ausgenutzt. Schlechter Magieschütze, würde ich aber sagen, nochmal tatsächlich. Was? Aber die Hexe wäre trotzdem fast gestorben. Ich kann nochmal reingehen. Wir hätten die Hexe mehr ausnutzen müssen. Hat er keinen großen Zauber drin? Wenn ich es früher gecheckt hätte, hätten wir mehr reingehen können. Nehmt der Hexe. Mist. Die meisten haben halt einen Feuerball oder so. Okay, also mit dem Deck habe ich wirklich null gerechnet. Ich habe die ganze Zeit auf den Friedhof gewartet, der nicht kam, und auf den großen Zauber. Beides nicht drin. Total dummes Deck. Ich muss wirklich sagen, ich finde das Deck nicht gut, aber wir müssen damit jetzt umgehen. Und vielleicht ist es überraschend. Mal schauen. Wir stehen jetzt 7:1 und müssen jetzt unbedingt gewinnen. Okay, wir sind drin. Also ich muss wirklich sagen, gerade eben wirklich völlig überrascht worden vom Deck. Ich habe es ja wirklich gemerkt. Also ich habe halt ganz anders gespielt, als ich hätte spielen müssen. Ich hätte auch viel mehr mit den Hexen arbeiten können im Nachhinein. Ich habe es halt null gecheckt, dass das da wirklich keinen großen Zauber mit reinnimmt. Es ist halt eigentlich dumm, aber dadurch, dass wir halt dann so komisch gespielt haben. Okay, das ist aber jetzt geil. Wir spielen gegen Lavahund. Problem ist halt wirklich nur, wir haben halt keinen großen Spell. Da habe ich halt echt Angst vor. Was das genau bedeuten wird, weil ich bin es nicht gewohnt, ohne großen Zauber zu spielen. Aber mal schauen. Ich glaube sogar, es ist ganz geil, sogar mal ein defensives Skelett was hier einfach zu bringen, oder? Dann so Magieschützen so ein bisschen nach außen. Genau, das kannst du hier tanken. Wir bringen einen ganz, ganz weirden Zap. Genau, Feuerball ist auch draußen. Das bringen wir in die Hütte rein. Das geht auch schon mal in Ordnung, okay. Der Feuerball ist auch draußen. Wir haben noch eine Hütte. Ja, wir sind eigentlich echt. Ich glaube, wir sind schon sehr, sehr stark eigentlich gegen Klavan, wenn ich so drüber nachdenke. Okay, also keine Ahnung, was die Taktik bei dem Deck sein soll, aber mal schauen. Ich bringe einen Grabstein, bin ich auch dabei. Oh, und der Inferno trotzdem mit tanken. Das ist geil. Ich wollte gerade sagen, muss auch noch was dagegen setzen. Wir brauchen jetzt aber auch hier was dagegen eigentlich. Müssen uns auch was machen. Bringen wir den ersten Skelettkönig rein und am besten direkt auch noch eine Hütte dazu. Einfach zum Supporten auch so ein bisschen. Und er kann jetzt auch hier die Seelen vom Grabstein einsammeln, ne? Das ist eigentlich auch ganz geil. So, können wir jetzt sowas machen, bringen jetzt hier noch ein Skelett vor. So, jetzt bin ich halt gespannt. Das ist halt so ein bisschen Bait, ne? Genau, Sepp ist draußen. Jetzt achte mal hier. Die Skelette machen einen guten Job. Das Deck ist irgendwie geil jetzt bisher, ne? Wir haben es auf beiden Seiten guten Schaden gemacht. Wir haben auch einen guten Konter natürlich gegen Lavahund. Aber wir machen jetzt hier auf beiden Seiten Schaden. Der Sepp war halt auch draußen. Das war halt auch entspannt. Und auch die Wächter können halt wenig machen. Die werden vielleicht jetzt noch einen Spielgrupp killen, aber es ist völlig in Ordnung. Und den Grabstein können wir einfach entspannt loggen einmal. Zack, der kann nochmal connecten vielleicht. Genau, dass der Grabstein direkt fast weg ist. Perfekt. Und jetzt bringen wir einfach mal Wächter an die Brücke, um ein bisschen zu pressern. Und können jetzt die nächste Hütte ranbringen. Dann die Frage, können wir es verteidigen? Er muss auf die Wächter achten, die machen sehr, sehr viel Schaden. Die darf man nicht unterschätzen. Jawohl, sehr, sehr geil. Okay, jetzt müssen wir halt eine gute Verteidigung hinlegen. Jetzt würde ich sagen, jetzt in die Ferne treffen. Jetzt ein defensives Skelett, was Magieschützen nach hinten. Er hat natürlich den Ballon, es ist natürlich ein bisschen schmerzhaft, aber es sollte ja in Ordnung gehen. Ja, jetzt müssen wir sogar hier einen Ibus draufsetzen. Ich meine, wir kriegen einen Hit. Das ist ja völlig in Ordnung. Wir kriegen auch ein Feuerballprojekt. Mit dem Zap, okay, das war smart. Sekunde mal. Aber er kriegt noch einen Hit ab, damit ist sehr, sehr geil. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Kann er bitte nochmal connecten? Das war vielleicht jetzt auch nicht der beste Skeleton King gerade. Jetzt müssen wir echt nochmal aufpassen. Okay, jetzt hier. Defensives Skelett war es auf jeden Fall. Muss man es auch verteidigen, genau. Das kann immer schwierig werden. Ich glaube, wenn er einen Lavahund bringt, können wir einfach reingehen. Wir machen das einfach Druck. Wir bringen jetzt einen Skelettkönig. Ja, let's go. Gutes Timing. So, jetzt einfach noch ein Ibus hinten dran. Bin ich gespannt, was er jetzt machen will. Oder einfach noch reinspammen. Das war ein sehr, sehr gutes Timing. Auch die Wächter bringen jetzt relativ wenig. Wir sind sehr gut dran. Jetzt können wir hier den Inferno-Kampf bringen. Haben jetzt gut Druck gemacht. Ich glaube, es war's. Jawohl. Sehr, sehr geil. Wir haben auch einen guten Konter. Die eine Aktion war stark von ihm. Mit dem Feuerball-Produkt, aber das sieht gut aus. Nächstes Deck, jetzt haben wir Lavaloon mit Grabstein. Ist eigentlich gut. Ich habe auch längere Zeit Lavaloon so ein bisschen auch für Challenges gezockt. Und wir stehen damit 8:1. Das ist schon ordentlich. Mit dem nächsten Sieg 100 Karten oben drauf. Und wir sind schon mal über 10.000 Gold, wenn wir gewinnen. Okay, let's go. Wünschen euch schon mal viel Glück. Und wir haben jetzt wirklich nicht die beste Starterhand. Perfekt. Oh nee, super. Aber ich meine, eigentlich soll es in Ordnung gehen. Jetzt zappen wir das ganz entspannt. Und wir kriegen einen Hit. Ich meine, das ist in Ordnung. Aber wir mussten halt 5 gegen 5 Elixier traden, was ein bisschen nervig ist. Ah, das ist eigentlich jetzt gut für uns. Muss dann direkt. Okay, jetzt haben wir sogar einen Elixier Plus gemacht. Das können wir eigentlich direkt mit dem ersten Lavahund reingehen. Ich meine, hier haben wir jetzt genau entspannte Wächter einfach. Wir gehen auch auf derselben Lane rein. Das passt für uns. Okay. Er hat eine Queen. Ich hasse die Queen. Ich glaube, wir bringen am besten wirklich Skelly-Trains auf dieselbe Seite. Habe ich jetzt keine bessere Idee. Die Queen wird lange brauchen, bis sie den Lavahund killen kann. Wir können jetzt eigentlich direkt ein Mega-Minion bringen. Na, ah, aber gut, war warm. Pass auf, vielleicht ist ein bisschen. Ah. Guter Elektrogeist auch. Wir zappen es aber hier nochmal, würde ich sagen, dass die down geht. Und wenn er jetzt keinen Feuerball spielt, hat er verloren, glaube ich, so wie.
Und er spielt, glaube ich, keinen Feuerball. Das ist halt, oh, die erste Aktion. Das Ding ist, die Queen kann sehr, sehr krass sein gegen Dings, gegen, wie heißt es, gegen Lava und Dex. Aber wenn nur die Queen drin ist, ist es keine Chance. Also wenn er wirklich nur die, und es sieht danach aus, wenn man wirklich nur die Queen drin hat, ist es sehr, sehr, sehr schwierig. Der andere tut mir leider nicht mehr. Das war, glaube ich, die Charge, oh, die Charge doch nochmal, oh je. Ich glaube, das war alles andere als optimal gespielt von mir, oh je. So, bitte gute Wächter wenigstens, danke. Ja, es geht in Ordnung, aber gut gespielt war das nicht gerade, müssen wir echt aufpassen. Aber ich glaube, er hat auch, ich glaube, er hat eventuell nur einen Lightning, mal schauen. So, die Queen kommt, da können wir jetzt eigentlich direkt... Ich bringe die Skelly-Trinks, ich hoffe, er hat jetzt wirklich keinen Feuerball. Das hat uns da ganz schön verzockt. Aber wenn er jetzt keinen Feuerball, wenn er jetzt wirklich nichts anderes hat, er hat einen Lightning, dann ist es halt sehr, sehr entspannt für uns. Sehr geil. Ich bringe es im Ballon rein, ich hoffe, er hat jetzt wirklich nicht die Wiederreitrennen parat. Ich glaube, die kommt zu spät. Komm, bitte. Die zappen wir kurz. Wir zappen, komm, bitte. Das war absolut schlecht von mir, Kacke. Und eigentlich jetzt hier einen defensiven Feuerball. Wir bringen dann einen Grabstein, komm. Nein, die Charge verkackt. Ups, egal. Es geht noch. Die Connected für einen Hit. Ist in Ordnung. Ich glaube, ein defensiver Feuerball ist besser. Ist Grabstein echt so kacke oder habe ich nur schlecht gesetzt wahrscheinlich? Okay, jetzt nicht so viel Lightning Value aufbieten. Okay, das ist der Zeitpunkt. Wir gehen an der Brücke rein. An die Brücke direkt. Das ist in Ordnung, der weiß zwar nicht. Gut, jetzt können wir eigentlich direkt auf den Ballon reingehen. Und den Turm kann er gerne holen, das ist völlig in Ordnung. Warnfass kommt, jetzt hier die Skelly-Trainings drauf. Jetzt muss unser Ballon unbedingt connecten für den Hit. Der Ballon kriegt keinen raus. Egal, ich bringe auf jeden Fall noch den Feuerball, als ich sehe. Wie die sterben? Ja, die stirbt, sehr geil. So, jetzt einfach hier ein Grabstein, würde ich sagen. Zack, jetzt gibt's hier Wächter nochmal drauf. Let's go, genau. Das ist schwierig werden. Ich hab nochmal gesappt auf Safe, aber glaube ich, ein bisschen viel, egal. Ich hab ihn gebraucht nochmal, glaube ich. Schnell! Der Grabstein. Nein! Wir haben verloren. Oh mein Gott, das ist eigentlich so schlecht gewesen. Das hätte ich holen müssen. Nein! Damit stehen wir jetzt 8-2. Wir müssen jetzt gewinnen, ansonsten sind wir raus. 4 Siege in Folge wäre natürlich jetzt geil. Wir haben Packer. Hacker mit Queen, habe ich viel gespielt. Komm bitte. Okay, wir starten rein. Relativ aggressiv muss man, glaube ich, spielen, ne? Und wir haben auch Königsgäste und so weiter, einiges. Das liegt klar. Wir können Elektrogeist bringen. Und bring einfach mal die dann in die Brücke, würde ich sagen. Ich wollte erst sagen, es sieht nach dem. Doch, es ist wirklich Skelettkönig. Ich wollte gerade sagen, es sieht nach Skelettkönig aus. Oder es ist wirklich Skelettkönig aus. Dann können wir doch eigentlich jetzt hier schon mal die erste Queen reinbringen, oder? Die müsste ich eigentlich sehr gut wehren können. Bringen wir jetzt hier einen Königsgast rein. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Okay, man muss auf beiden Seiten jetzt steppen. Und hier können wir eine gute Queen gleich zünden normalerweise, jawohl. Dann wäre ich ein bisschen früh gezündet, aber ich meine, die Bats sind weg. Und oh, er setzt noch eine Skarmy rein. Glaube die Skarmy. Ah, ich weiß nicht, die müssen... Nee, glaube ich nicht. Die müssen auch ein Elixier reinbringen, schnell. War ein bisschen verzweifelt, weil ich jetzt halt auch... Ja, hier kein Elixier wasten wollte, war es nicht optimal gelöst. Ja, egal, aber nicht den ist in Ordnung, kann man so setzen. Und rechts haben wir schon guten Schaden rausbekommen. Das passt. Er bringt wieder hier einen Skelly King defensiv. Weiß nicht. Den finde ich nicht so stark. Können wir wieder eine gute Queen setzen? Die müssen auch gar nicht erst zünden. Das passt. Ist das so stark? Jetzt bringt er da wirklich einen scheiß Skelly King. Bringen wir einen Königsgast zu pressuren einfach erstmal. So, jetzt zünden wir nämlich die Queen. Dann müsste ihr auch ganz entspannt down gehen. Jawohl, sehr geil. Das ist eigentlich entspannt gewesen für uns. Würde ich zumindest sagen. Dann bringen wir jetzt den ersten Packer nach hinten. Ich weiß nicht, ob Packer überhaupt sehr viel bringen wird. Ich meine, er spielt immerhin auch die Skarmy und so weiter. Aber es sollte doch eigentlich klappen, oder? Dann können wir auch auf beiden Seiten irgendwie reinpressern. Aber wahrscheinlich schon einiges defensiv. Mal schauen. Dann will ich mit der Widerreiterin supporten. Mal schauen. Kann auch ganz schön schief gehen, ne? Okay, jetzt gehe ich mit dem E-Spirit rein. Okay, so. E-Spirit kann es hoffentlich einiges abräumen. Lightning auch noch draufgesetzt. Das kann natürlich hässlich werden, aber mal schauen. Ich bringe eine Queen einfach. Von auf jeden Fall noch ein Barbaren fast, ja voll. Und die Queen können wir jetzt zünden. Das wird jetzt, glaube ich, sehr entspannt werden. Ich glaube, die Defensive ist jetzt echt absolut broken. Ja, Königsgeist. Naja, gut. Jetzt würde ich nochmal retten für uns. Aber, oh, das ist sehr gut für uns. Jetzt gibt es eine Widerreiterin zum Tanken. Einfach richtig geil. Ja, jetzt wird natürlich beides rangezogen. Also das Tanken, das könnte nicht so schlecht werden, eventuell. Geht aber noch für einen in Ordnung. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier sowas. Decker hinten da drauf. Okay.
Ja, das ist auch ein sehr hässliches Deck vom Gegner. Ich weiß auch gar nicht, wie ich dagegen spielen soll. Du merkst dich so ein bisschen. Ich bringe einfach mal Königsgeist im Kopf zu machen. Und hier machen wir jetzt hier Boss, würde ich sagen. Und Deafness ist irgendwie so eine Art. Je. Das ist ja wirklich ein abgrundtief hässliches Deck von ihm. Guter Feuerball, muss ihm lassen. Das hat auch immer wieder Value. Uff, wir haben halt so Probleme gegen das Gespam. Der Packer ist halt auch. Packer dürfen wir gar nicht einsetzen mehr. Das ist echt nicht gut gewesen. Ja, ich bin mal am Blitz drauf. Ich habe keine bessere Idee. Boah, das ist so hässlich. Wir haben so Probleme gegen sein Deck. Ich glaube, Packer geht wirklich nur gegen. Dagegen. Und auch die Queen ist halt nicht so stark dagegen, ne? Ich werde auf jeden Fall einen Block an der Brücke machen, ja, voll. Sehr gutes Timing. Das war wichtig. Da ist auch ein bisschen reingelaufen, muss man wirklich sagen. Der E-Switch kommt aber, glaube ich, ein bisschen später, hätte früher kommen müssen. Ja, die Queen konnte auch einen guten Job machen, wichtig. Jetzt ist, glaube ich, Zeit für einen guten Lightning, ne? Ich bin mal Königsgeist zum Tanken. Ich bringe den Lightning auf jeden Fall drauf. Queen zünden, das ist das Timing, was wir brauchen. Sehr gut, jawohl. Und jetzt, das war gut, jawohl, und nochmal die denn davor. Jawohl, und jetzt noch ein E-Spirit, schnell. E-Spirit, kannst du was machen? Wichtig, das war gut verteidigt. Ich muss jetzt echt mit Lightnings arbeiten, glaube ich. Okay, was jetzt? Jetzt zünden wir. Ich bringe ein Barbaren-Fast-Predict und direkt auch noch einen Elektrogeist dazu. Glaube ich jetzt echt ein Problem. Und jetzt ein Lightning-Predict einfach irgendwas. Und wir müssen es irgendwie ranchargen. Das reicht nicht, aber es war auch ein Königsfest drauf. Brauchen wir einfach. Barbarenfass, Banditien einfach nach hinten. Elektrogeisten, das soll es gewesen sein. Jetzt können wir einfach den nächsten Lightning setzen. Das haben wir gewonnen. War ein harter Kampf. Mit so viel Spam habe ich echt nicht gerechnet, aber wir sind im Rennen. Wir haben zwar gewonnen, aber der große Nachteil ist, dass wir jetzt das Deck auch vom Gegner spielen müssen. Was ist das? 3,9 mit Riesenskelett und einem Skelettkönig. Ich glaube nicht, dass das einfach wird, aber wird auf die Matchups ankommen. 9-2. Wenn wir gewinnen, haben wir 10 Siege. Das ist jetzt wirklich drin. Okay, wir sind drin. Ich habe schon keine Ahnung, wie ich spielen muss. Ich habe jetzt einen total losten Fischer gebracht. Oh je. Nee, also ich glaube nicht, dass es der wirklich war. Oh je, oh je. Okay, bring mir direkt eine Hexenmutter. Ich will es auch nicht overextenden, deswegen. So, wenigstens so eine. Das ist noch in Ordnung. Einigermaßen. Was wir jetzt eigentlich machen könnten, ist sogar direkt offensiv gehen. Ich meine, die Mutterhexe wäre drauf. Wir gehen mal einfach versuchen. Die Mutterhexe ignorieren gerade. Komm, hier auf die Schweinchen. Nein. Die Bombe vielleicht? Noch ein Poison, nein, nicht kurz. Aber vielleicht jetzt wenigstens eine gute Giant Skeleton Bombe, ja, aber trotzdem. Er hat Poison und Mutterhexe. Das ist eine sehr, sehr schlechte Nachricht für uns. Schauen. Oh. Eigentlich war die Aktion. Es war ein sehr, sehr guter Gedanke, glaube ich, von mir eigentlich, aber. Ja. Schau mal, er hat ja auch eine Mutterhexe, ne? Ich werde wahrscheinlich jetzt auch kommen von ihm. Unsere Mutterhexe war jetzt auch nicht mehr wirklich gut. Das waren jetzt zwei kleine Schweinchen. Ich glaube, die sterben ziemlich schnell, oder? Die werden direkt durch One-Shot sterben. Können wir eigentlich unseren Fisch ansetzen, um seine ranzuziehen. Das ist nicht gar nicht so schlecht. Ganz, ganz komplizierte Angelegenheit, wirklich, das Deck von ihm. Ich glaube, ich gehe jetzt rein. Jawohl, was macht er da? Was macht der Gegner da? Er verkackt. Das ist unsere Chance. Können wir direkt unsere Fähigkeit zünden? Jetzt bin ich sehr gespannt, was er jetzt macht. Das wäre gar nicht gut von ihm. Also, wenn er das verteidigen kann, ist es echt lächerlich, weil das war doch wirklich abgrundtief schlecht von ihm, muss man wirklich mal so sagen. Nein. Kannst du mal wirklich verteidigen? Ich fasse es nicht. Dann ist jetzt eigentlich unsere Gelegenheit, direkt weiter Druck zu machen, weil das war wirklich viel zu aggressiv von ihm. Wir gehen jetzt rein, bringen direkt die Bats dazu. Genau, Skelettkönig kommt rein, aber jetzt hat er hoffentlich mit. Wir müssen es irgendwie punishen, das kann nicht sein. Das war abgrundtief schlecht, wirklich. Das ist ein Skami einfach. Ja, jetzt wird er bei Elixier haben, müsste deffen. Wir haben auch hier einen Mutterhexe immerhin. Ja, kacke, wir hören uns auch kommen, das ist in Ordnung. Weil so viele sind es gar nicht. Da können wir einfach einen Fischer bringen, das geht noch. Aber Wahnsinn, das war wirklich so abgrundtief schlecht von ihm. Ich bin echt verärgert, dass es nicht mehr geworden ist für uns am Ende. Kommt irgendwie unsere. Ist das schon ein Skeleton? Jawoll, klappt irgendwie. Aber nee, klappt irgendwie nicht, weil. Egal. Dann bin ich jetzt, würde ich sagen, Friedhof rankommen. Doch, ein Schweinchen statt. Und jetzt gibt's die nächste. Er gibt uns zu viel Value für unsere Hexenmutter. Immer wieder, das ist gut. Das ist wichtig, das ist ganz, ganz wichtig. Zack, sehr, sehr geil. Nächstes Skelett könnte ich rein. Und wenn er eine Hexenmutter bringt, können wir auch immer was dafür. Die können wir einfach gleich Feuerball drucken. Und jetzt können wir die Fähigkeit zünden. Jawohl, sehr gut. Wer hat dazu? Er hat einen Tornado, ich vergessen, was in Ordnung wäre. Wenn die jetzt überleben kann. Kriegt einen Nado rein, aber wir haben noch ein paar Schweinchen. Bring jetzt den nächsten Friedhof rein. Sehr, sehr offensiv natürlich jetzt. Bring jetzt einen Fischer, um ihn noch wegzuziehen vielleicht. Vielleicht ist das offensiv jetzt, oder? Ball.
Das könnte aber ganz geil werden. Also, nee, wir haben gewonnen. Wir haben echt gewonnen. Also das war echt ein verrücktes Game. Wir müssen aber schon wieder kopieren. Es ist wieder Hexenmutter mit irgendwas. Er hatte noch E-Giant, was? Er hatte noch E-Giant. Statt Friedhof drin, ne? Ich kann's echt. Was ist da denn los gewesen bei ihm? So? Habe ich das richtig gesehen? Ich weiß es nicht. Ja, das ist das Deck von ihm. Ich finde aber E-Giant eigentlich gar nicht mal so dumm, aber Skelly King war ganz, ganz krankes Deck. Wir haben 10 Siege, 14.000 Gold. Alles ist drin jetzt. Wir sind direkt. Was? Dann sind wir noch nicht fassen. Aber wieso hat er nicht gesetzt? Ist E-Giant nicht auch sogar ziemlich nice? Auch gegen den Spam eigentlich? Hätte ihn einfach nur setzen müssen defensiv. Aber der Gegner hat ein ziemlich geiles Deck gehabt, aber er hat nicht gecheckt, wie er es nutzen muss. Gegen uns. Ja, doch immer wieder auch die Mutterhexen irgendwie überfordert, immer wieder. Okay, jetzt goldene Ritter vom Gegner. Ich weiß, wie spiele ich das denn jetzt aber? Das Deck. BTF. Was mache ich denn jetzt? Ich bringe jetzt meinen E-Giant hinten einfach. Das ist echt keine bessere Idee. Kommt ein Packer rein. Ist das vielleicht Timing? Ist das jetzt gut oder schlecht vom Timing? Kann mich jetzt gerade gar nicht entscheiden. Da hätten wir jetzt gleich einen E-Giant. Okay, er nutzt den Charge. Soll er machen. Raban fast trifft aber nicht alles, oder? Jetzt will ich, dass der Packer noch ein bisschen. Ja. Die zwei jetzt am Packer hätten nicht sein müssen. Aber wir haben jetzt hier ein bisschen was am Start. Ja, aber wir haben einen Poison drin. Und der E-Giant, was macht er denn jetzt noch so? Kann er noch die. Ja, die Mutterhexe. Oh mein Gott. Das war so gut. Jetzt tankt das Schweinchen. Das war so gut, oh mein Gott. Das war verdammt gut für uns. Jetzt können wir eigentlich abwarten, einfach gleich ein offensives Verfahren fast immer abbringen. Und dann haben wir einen absolut geilen Start. Hätte noch ein Ticken geiler sein können, wenn noch der Packer nicht vielleicht zwei Hits gemacht hätte, aber das. Das sind die Details. Ist die Frage, ob ich lieber einen Cage oder lieber einen Skelettkönig defensiv bringe? Warte, mach aber einen Charge. Er wird bestimmt einen Charge bringen, oder? Nee, schade. Okay. Dann bringe ich einfach eine Skarmie in die Brücke hier. Sehr gut, okay, ich bin zu gekommen. Bin ich gespannt, ob er irgendwas machen kann. Er hat die Mutterhexe, aber die wird nicht reichen. Die wird nicht reichen. Wir haben den Turm. Das ist so hoch, oh mein Gott. Let's go! Kann die Mutterhexe bitte noch draufgeben? Das wäre wichtig. Oh mein Gott, so gut für uns. So verdammt gut für uns. Dieser erste Packer war es halt einfach nicht vom Gegner. Jetzt einfach defensiv bleiben. Wir müssen ja nicht mehr offensiv gehen. Er muss machen. Genau, es kann reingehen. Jetzt können wir reingehen. Das ist ein gutes Timing jetzt. Was macht er denn jetzt? Eine Widerreiterin, okay, das ist in Ordnung. Nicht zu offensiv, aber dann natürlich jetzt hier auch. Ah, jetzt müssen wir nochmal aufpassen. Poison defensiv noch. Okay, jetzt hier ein Kobold-Käfig defensiv. Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt hier gleich kommt. Wenn man wahrscheinlich jetzt gleich Kobold-Käfig bricht oder so. Jetzt hier ein Skelly-King drauf. Und hier die Fähigkeit war auch nicht gut. Wir einfach hier. So, machen wir dann Zap oder so? Poison, okay. Aber ein bisschen Angst, was jetzt hier der Packer machen könnte. Das geht klar, sehr gut. Und jetzt haben wir den Cage nochmal defensiv. Und wir haben auch sau viel Schaden gemacht, sehe ich gerade. Sehr, sehr geil. Und das war nicht gut. Das hier ist gar nicht mehr. Und das haben wir. Die erste Aktion war es einfach. Die erste Aktion war es einfach. Das heißt, wir haben jetzt 11 Siege. Und damit alles entscheidendes Game jetzt. Und damit kommen wir zu einem sehr, sehr heftigen Finale. Wir stehen nämlich 11-2. Wenn wir gewinnen, haben wir 12 Siege. Wenn wir verlieren, sind wir raus. Das heißt, wir könnten jetzt die maximale Truhe gewinnen. Das wären 1.100 Karten und 22.000 Gold. Und das hier ist unser Deck. Sieht sehr stark aus in Pekka Widerreiterin. Es war übrigens gerade ein ziemlich krasser Konter auch vom Gegner, wenn man sich das nochmal anschaut. Ne? Pekka gegen Elektroriese, Mutterhexe, Poison, eigentlich alles auch gegen Spam. Und auch sein Finish. Auch ein sehr krasser Gegner eigentlich. Also, wir schlagen es heute sehr gut. Und wenn wir jetzt gewinnen, hätten wir es. Und damit sind wir drin im entscheidenden Game. 12 Siege oder raus. Ey, ich liebe sowas. Hatten wir schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt 12 Siege versucht habe oder geschafft habe. Müsste schon länger her sein. Aber lange Zeit war eben auch die Grand Challenge einfach zu sehr voller. Also leer. Die war leer. Die war voller Schwitzer eben nur. Und wir. Ja, das war halt der Grund. Perfekt ausgedrückt an der Stelle. Okay, Packer rein. Mal schauen, was das so spielt. Es waren halt nur ganz wenige Leute drin, man musste ewig warten in der GC. Und wenn es halt Leute da waren, auf die man getroffen ist, ist man bei 2-3 Siegen schon auf totale Pros getroffen, was halt sehr, sehr anstrengend ist, natürlich. So, wie genau spielen wir das jetzt aus? Ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal kurz ab. Und bringen jetzt hier einfach gleich einen guten Videos. So. Ich erlaube ihm gerade ein bisschen guten Ich wollte gerade sagen, es hätten wir lieber. Das war jetzt nicht so optimal von mir gerade. Großer Fehler hier an der Stelle, ne?
wir gehen jetzt einfach rein, würde ich sagen, kann es gut werden. Er weint. Okay, bin ich jetzt mal gespannt, ob er jetzt immer noch weint. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was er jetzt nämlich macht. Der goldene Ritter ist schon mal fett dran. Wie wir da retten, wird sich gut um die Skelette kümmern. Und die wird auch noch ranchargen. Er hat so früh gelacht. Viel zu früh gelacht. Wir haben direkt den Turm. Richtig geiler Tower Trade. Wir hätten gerade eben vielleicht einen goldenen Ritter reinbringen können. Als Lightning Block, ne? Ganz klare Sache, aber. Ja. Wichtiger Königsgeist. Die Fähigkeit wird noch gezündet, das ist aber völlig in Ordnung für uns. Die wird nämlich fast keinen Schaden machen, let's go. Das war auch wieder ein guter Trade. Wir haben ein Elixier weniger ausgegeben als er. Sehr, sehr geil. Und haben so einen fetten Vorsprung. Und da sehen wir auch, wie eigentlich Pekka gegen E-Riese funktionieren kann. Jetzt müssen wir nur noch defensiv bleiben. Was wird er jetzt machen? Bring schon mal einen Ibus einfach in die Brücke. Und das lassen wir uns jetzt nicht nehmen. Wir machen Volldruck mit dem Golden Ritter. Oh, let's go. Sehr, sehr geil. Poison noch drauf, oder? Weiter war gar nicht nötig, glaube ich, aber. Wobei doch, ist gut gewesen. War vielleicht ein Ticken zu aggressiv. Wir haben gleich wieder einen Packer. Ich glaube, er musste auch hart deffen. Ich glaube, es war ganz gut. Okay. Packer hinten, jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir schauen, was wir jetzt am besten machen. Er spielt einen Lightning. Ein Lightning wird bieten, würde ich halt sagen. Ne? Sie einfach wieder einen Königsgeist bewahren. Fast, ja. Oh, oh, oh. Ich dachte schon. Ja, hat noch gezündet. Das ist optimal für uns. Jetzt können wir eigentlich sogar eine defensive Ritterreiterin reinbringen auf ganz safe. Noch die Skelette. Sehr, sehr geil. Weil die wird auch nicht Lightning können. Und die halt auch noch den Dings reinfahren. Ist jetzt hier. Er blitzt sie. Das kann er natürlich gerne machen. Aber wenn er sie halt blitzt, ist es halt dumm. Weil dann können wir einfach Ios oder alles mögliche aufs Feld bringen. Hier gibt es einen fetten Packer drauf. Er wird vielleicht jetzt direkt zünden. Aber wenn er sie direkt zündet, dann ist es auch nicht gerade. Das ist halt nicht der Play. Jetzt haben wir halt zwei Packers auf dem Feld. Ne? Hier können wir einfach jetzt hier den goldenen Ritter nochmal zünden. Den muss er jetzt auch irgendwie blocken. Und jetzt haben wir halt eine halbe Packer-Army auf dem Feld. Können jetzt extremst Druck machen, können direkt die nächste Widerreiterin bringen und ja, ich glaube, ihr seht es. Das ist einfach GG. Richtig geiler Konter nochmal auch für uns am Schluss. Und das ist ein perfekter Abschluss. Ich würde sagen, damit kommen wir jetzt zur ganz, ganz großen Abschlusstruhe. 12 Siege gepackt in der großen Herausforderung. Ist länger her, dass wir das geschafft haben, muss man wirklich sagen. Aber wir hatten es auch länger nicht probiert. Hier auf dem Free-to-Play-Account. Sehr, sehr geil. 22.000 Gold. 1.100 Karten. Das ist, glaube ich, die größte Truhe aktuell im Spiel. Mit 1100 Karten. Also größer geht's, glaube ich, gar nicht von den Karten. Von der Kartenanzahl. Auf geht's. Wir legen los. Und auf jeden Fall ein würdiges Special für die 5 Jahre YouTube, würde ich sagen. 22.000 Gold, Schneeball. Wir müssen auf Karten hoffen für Friedhof oder Schweinereiter vor allem. Sperrkobolde. 10 Karten noch. Dann haben wir den Magier. Alles gut, dann kommen jetzt. 93 Fledermäuse. 114 Pfeile. Komm, jetzt irgendwas Geiles. Am besten eine Legendäre. Wäre richtig geil. Musketieren 23 Mal. Komm. Skelettdrachen? Ja, bisher sind die Karten nicht so geil. Jetzt irgendwas Geiles für Friedhof, komm. Rabauken? Nee, die sind auch schwächer geworden. Vier Karten noch, es könnte legendäre sein. Tesla ist sehr stark und brauchen wir. Sowohl für Friedhof als auch für Hawk, perfekt. Es könnte eine legendäre sein. Riese 68, jetzt epische, ganz viele. Yes! Ey, das ist echt, das ist genial. Und sogar noch eine legendäre on top. Ich muss gerade nochmal screenshotten. Für Thumbnail, ich hoffe, ich treffe einen richtig gut. Ich hoffe, es war einer dabei. Und damit würde ich sagen, wir kommen jetzt zur legendären Karte. Hoppen auf Friedhof. Oder Eismagier. Die brauchen wir vor allem. Oder auch Elektromagier. Es ist der Eismagier. Was ein geiler Abschluss. Und damit so viel zur heutigen Special-Folge. 12 Siege geschafft mit Wegskopieren, obwohl auch ein paar Fails drin waren. Haben echt einige starke Gegner geschlagen. Und ja, würde ich sagen, wenn ihr neu dabei seid, lasst gerne ein Abo da. Und auf weitere 5 erfolgreiche Jahre hoffentlich auf YouTube. Nochmal an der Stelle danke für den bisherigen Support. Es ist echt heftig, wie groß wir inzwischen geworden sind. Die ganzen Events, die ihr auch ermöglicht habt. Oder ja, auch, dass das Ganze eben hauptberuflich machen kann inzwischen seit über 2,5 Jahren. Dafür vielen Dank. Euch noch einen schönen Abend. Und danke für die geile Special-Folge. Schaut auch gerne im Abstand vorbei für weitere Videos. Und ja, haut rein. Ciao.